Moin und herzlich willkommen bei Soul Mask. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Es hat sich einiges getan, wie du siehst. Wir sind an einem neuen Base-Ort und haben hier schon alles Mögliche in Holz gebaut. Astumis ist heute nicht mit dabei. Ich führe euch mal herum. Das sieht jetzt relativ groß angelegt hier aus, aber letzten Endes war es kein Problem, denn das meiste, was ihr seht, sind wirklich die Fundamente aus Holz. Wir haben zwei Häuser. Wir haben auch tatsächlich zwei Leuchtfeuer, denn das da drüben war unser erstes Leuchtfeuer. Und dann haben wir aber festgestellt, dass der Balkon auf der Rückseite unseres Wohnhauses, das hier geradeaus ist das Wohnhaus, der Balkon war nicht mehr ganz drin in der Range von diesem Leuchtfeuer. Entschuldigung, deswegen mussten wir hier das zweite Leuchtfeuer bauen. Und haben das einfach so übersetzt. So. Ich zeige euch das Ganze mal. Astumis sitzt hier, da sitzt er. Er guckt hier nach unten. Ich weiß gar nicht, als er sich hier hingesetzt hat beim letzten Durchgang, war, glaube ich, der Zaun noch nicht fertig hier und so weiter und so fort. So, hier ist einfach nur unser Wohnhaus. Hier ist aber noch nichts drin, auch noch keine Beleuchtung. Das soll einfach das Wohnhaus sein. Ist das schon irgendwie ein bisschen... Vergiss nie, wo dein Zuhause ist. Endlich kann ich mich ausruhen. Lilly. Haben wir Lilly schon mitgenommen? Kevin ist, glaube ich, hier. Ich muss gleich nochmal gucken. So, und dann haben wir hier einen Balkon. Und jetzt guck dir bitte diese Aussicht an. Also das sind alles ganz normal die Holzfundamente, Holzwände und so weiter. Das war dann jetzt kein Problem mehr. Ja, so schaut das von hier aus aus. Es ist ein herrlicher Ausblick. Ich zeige dir jetzt auch gleich, wo die Map ist. Deine diesmalige Ausbeute ist genauso gewöhnlich wie mein Leben. Du bist wirklich wieder da. Es sieht so aus, als hätten wir, als hätte was mit unterirdischen Kartoffeln irgendwas. Okay. So, hier unten, wir können auch hier runterspringen. Das war auch der Grund, warum wir den Balkon gebaut haben. Dann landest du direkt im Wasser. Da unten gibt es Lehm ohne Ende. Und wir haben auch jetzt schon einige Teile der Map freigeschaltet. Also wir hatten uns doch überlegt, das Spiel ist so gigantisch. Wir müssen auch irgendwie ein bisschen vorankommen. Und wir können einfach nicht jede einzelne Folge aufnehmen von jedem einzelnen Fortschrittpunkt. Wir kratzen immer noch an der Oberfläche. Wir haben jetzt ein paar Barbarenlager aufgedeckt, von denen wir neue Informationen bekommen haben, was die Map angeht. Da haben wir uns mehr oder weniger durchgekämpft und ja, mehr oder weniger in dem Sinne, wir sind halt sehr häufig gestorben. Und naja, ich zeig's dir mal auf der Map. Wir sind jetzt hier. Zweimal das Feuer. Das ist sehr zentral gelegen. Das ist eher ein Punkt, der vielleicht ein bisschen geheim ist. Weiß ich nicht, ob da jemand baut. Was wir bis jetzt so auch bei anderen YouTubern gesehen haben, wenn wir mal ein bisschen reingeschnüffelt haben, dann hat hier kaum einer gebaut. Also ich kenne keinen, der hier gebaut hätte. Hier ist das alte Lager. Ne, Lilly ist noch da. Lilly ist da unten noch. Die müssen wir noch raufholen. Und Kevin ist hier oben. Und du siehst, wir haben schon einiges aufgedeckt. Das weiteste, was wir aufgedeckt haben, war diese Geschichte hier. Barbarenlager, Informationenerhalt. Wir haben uns auch hier überall umgeguckt, weil hier die verschiedenen Minen sind. Hier sind wir direkt ein paar Mal gestorben, weil das eine Mine ist, wo sehr, sehr viele Wächter des Feuersteinstamms drin sind. Also das konnte man relativ vergessen. Das ganze Große hier haben wir deswegen aufgedeckt, weil wir hier rüber geschwommen sind. Also hier von Insel zu Insel, erst hier, dann hier und dann Feuersteinstamm, Barbarenspeer, Informationserhalt. Hier machen die auch Piranhas das Leben schwer. Also es hat eine Weile gedauert und wir haben von diesen Basics hier, mysteriöse Ruine, mysteriöse Ruine, mysteriöse Ruine, noch nichts gemacht. Deswegen wollten wir jetzt nicht hier hinten hingehen mit der Hauptbase. Zumal wir auch der Meinung sind, dass wir die Minen sowieso noch nicht so schnell bergen können, weil da so viele Gegner sind. Was hier oben ist, wissen wir nicht. Elite, Waldhund, Kupfererzmine. Müssen wir mal schauen. Deswegen haben wir gesagt, wir gehen einfach in die Mitte. Wenn ich noch weiter rauszoome jetzt hier. So, das heißt, es ist ja jetzt schon ein gewisser Teil aufgedeckt. Aber guck dir an, was alles noch nicht aufgedeckt ist. Oder hier oben dieses Riesending, ne? Heilige Ruine, keine Ahnung, was das ist. Wir waren auch natürlich noch nicht an der Pyramide. Das wurde eben alles aufgedeckt. Ich glaube, hier war noch ein Lager. Genau, Informationserhalt. Dieses Lager hat das alles hier aufgedeckt. Aber wir haben uns jetzt nicht großartig entfernt. Der weiteste Punkt war der hier.
Hier war nochmal... Nee, das war kein Informationserhalt. Hier irgendwo, glaube ich. Nee, ausgestoßener. Ich weiß nicht mehr auswendig, wo überall Info... Hier, Informationserhalt war hier. Und dann hier oben eben der. Das ist jetzt der Stand der Dinge. Wir haben uns aufs Bauen konzentriert bisher. Und ich habe hier aber noch gar keine Kisten. Und ich kann ja einmal kurz zeigen fürs... Oh, Moment. Ich sehe gerade. Das ist auch so eine Sache. Die Tastenbelegung, die geht immer irgendwie zurück. Dummerweise. Irgendwie verstellt die sich immer hier mit dem Server. So, hier haben wir zwei Türen. Wo ist sie überhaupt da? Ist irgendwie ein bisschen schlecht zu erkennen. Hier haben wir schon mal alle möglichen Werkbänke aufgebaut, die wir auch unten beim ersten Lager hatten. Ist auch noch ein bisschen Platz. Und genau, ich wollte einmal hier hin. So, wenn du jetzt guckst nach Fundament. Das Holzfundament braucht die Holzplatte, Hartholzplatte oder die Premium-Hartholzplatte und Baumzweige. Es ist also nicht besonders viel. Und wir haben dann halt die Holzplatten hergestellt und haben hier tonnenweise Holzplatten verarbeitet. Hier oben ist jetzt aber nicht mehr viel. Also es ist auch kaum noch Material da tatsächlich. Es ist auch fast nichts in den Feuern. Dann haben wir hier Kevin, dem geht es ganz gut. Level 5, da ist noch nicht so viel passiert. Stimmung bei 850. Essen müssten wir eigentlich hier genug drin haben. Ich kontrolliere nochmal eben. Ja, alles Mögliche, was wir so gefunden haben. Genau, und auch ziemlich viel Fleisch. So, dann ist das Konzept hier folgendes. Wir haben alles in einer Flucht gebaut. Erst war das erste Feuer stand ein bisschen schräger, deswegen hat das nicht gepasst. Dann haben wir nochmal alles abgebaut und haben alles in einer Flucht gebaut. Hier haben wir auch schon den Regenwasserspender. Ich kann auch sowieso gerade mal... Wasserentnahme erfolgreich, genau. Da gibt es leider kein Geräusch oder so. Es ist natürlich noch viel Platz für neue Gebäude. Ich zeige dir das Ganze mal. Wir können hier wirklich gut rumlaufen. Diese Höhe ist eigentlich optimal. Man kann das Ganze natürlich dann auch höhentechnisch ein bisschen anpassen. Und wir können uns hier schon wirklich groß ausbreiten. Ne? Guck dir das an, hier unten noch überall. Du hast hier aber null Ressourcen außer diesen Bäumen. Das ist das Problem. Wenn man es als Problem bezeichnet. Also hier ist auch kein Tier oder irgendwas. Hier haben wir absolut unsere Ruhe. Bis jetzt ist hier auch keiner irgendwie hochgekommen oder so. Man kann an verschiedenen Stellen runtergehen. Hier unten direkt dran. Kann ich dir auch kurz zeigen. Siehst du schon? Da ist eine Ruine mit wild gewordenen, oder wie heißen die nochmal, wild gewordenen Tapiren oder wahnsinnigen Tapiren. Die verteidigen das Ding. Dann ist, ich glaube, hier dahinter, da unten, ist ein Lager. Hier rechts ist ein Lager. Man kann jetzt hier runtergehen. Und man kann aber auch auf der anderen Seite runtergehen. Und die andere Seite nutzen wir für unsere Clan-Mitglieder. Denn wir haben uns hier ziemlich runtergebaut. Man müsste hier sogar drei Feuer aufbauen, weil auch dieses Feuer, das reicht jetzt nicht bis hier hinten hin. Also müssen wir später hier wahrscheinlich auch noch eins aufbauen. So, wir haben uns einfach hier runtergebaut. Hier mehrere Treppen und so, damit die sich bewegen können. Die haben ja schon manchmal Probleme mit der Wegfindung. Dann geht es hier runter, einfach gerade runter, hier runter. Und dann hier nochmal runter. Und hier, das wäre es dann gewesen. Ob die jetzt hier schon hinkommen, weiß ich nicht, aber sie teleportieren auch. Also wir wollen hier auch noch weiter runter bauen. Ich denke mal, ja, bis hier oder so. Müssen wir halt einfach mal schauen, wie weit wir wirklich runterkommen. Und auf der anderen Seite, wo unten der See ist, da haben wir auf jeden Fall auch vor, uns irgendwie runterzubauen. Und zwar dann gegebenenfalls mit Leitern. Nehmen wir ein bisschen Material mit. Wir haben das mit den Leitern aber noch nicht ausprobiert. Es gibt Holzleiter. Und wir können ja von Fundament zu Fundament uns da runterhangeln. Mit entsprechenden Holzleitern dann. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Müssen wir einfach mal ausprobieren. Das dauert hier auch alles irgendwie wesentlich länger. Weiß nicht, das ist ein bisschen mehr Zeug letzten Endes, glaube ich.
Und das nächste Ziel ist, die große Holzkiste zu bauen. Wir haben hier noch kein Lager. Wir sind auch dazu übergegangen, die einzelnen Sachen besser in den Werkstätten zu lagern, in den Werkbänken, denn die haben ja auch relativ viel Platz, dass da immer das Zeug drin ist, was man an der jeweiligen Werkbank auch braucht. Ja, nicht genügend Ausdauer, erhole ich mal kurz. So. Das reicht jetzt erstmal hier unten. Wir hacken da oben mal noch ein paar Bäume um. Also es ist auch so bequemer, ne? Hier einfach hochzulaufen. Ist Leuchtfeuerschutz aktiv? Okay, der geht auch bis hier hin. Leuchtfeuerschutz aktiv. Das haben wir schon so einigermaßen abgepasst. So, er kümmert sich eigentlich um das Leuchtfeuer. Ich hau mal hier ein paar Bäume um. Die Axt ist auf der 3. Er haut direkt 2 gleichzeitig um, scheinbar. Ist auch ganz gut. Holzfällen können auf Level 16. Also hier ist auf jeden Fall Platz genug für den ersten kleinen bis mittelgroßen Stamm. Muss er was essen? Da hauen wir jetzt... Genau, ich wollte jetzt nicht gegen die Gebäude hauen. Wir haben aber, das hatte ich in einem anderen Video auch schon erwähnt, vorsichtshalber die Gebäude, glaube ich, so eingestellt hier auf unserem Server, dass die nicht zerstört werden können. Das ist das, was wir auf jeden Fall gemacht haben. Wir gucken einfach mal. Wir wollen jetzt nicht so aufwendig bauen und dann kommt tatsächlich irgendwann eine Barbareninvasion und haut uns alles zu Kleinholz. Bis jetzt ist noch keine Invasion passiert. Ich weiß auch nicht, ob die hier in diesem Biom überhaupt passiert. Keine Ahnung. So, du siehst, die Stamina, die geht weg wie warme Semmel. Das ist echt relativ heftig. So, geh einmal hier hoch. Packen wir mal noch ein bisschen mehr ins Feuer. Oder ich könnte jetzt, das läuft noch 3 Stunden, ich könnte jetzt natürlich auch erstmal versuchen, ob ich die Holzkiste schon bauen kann. Vielleicht verkleiden wir das hier auch noch mit Wänden, so wie wir es hier gemacht haben. Das hier diente jetzt erstmal dem Schutz des zweiten Leuchtfeuers. Naja, und ich fand es von vornherein sehr gut, immer hochzubauen halt, ne? Der Nachteil ist, du musst dich halt runterbauen, damit die NPCs überhaupt den Weg finden, damit die das überhaupt irgendwie hinbekommen. Das ist dann halt schon wirklich der Nachteil. Ich habe noch eine Wand, ich habe auch noch ein paar Holzplatten, die könnten wir eigentlich da reinlegen. Okay, wir gucken einmal ganz kurz, ob ich die Holztruhe, die große Holztruhe freischalten kann. Ich bin jetzt 13 immer noch, ne. Ich glaube, das ging erst ab 15, ne. Mittlere Gebäude. Ne, ab 15. Wo war die Truhe? Ab 15 leider erst, schade. Also ich möchte eigentlich ungern vorher eine... etwas bauen, ein kleines Lager bauen. Ich will die große Holzkiste haben. Und hier könnten wir mal ein bisschen Licht gebrauchen, ne? Ich meine, man kann auch ein Lagerfeuer im Haus bauen. Aber haben wir nicht schon irgendwie Lichtbeleuchtung oder irgendwas? Eine Deckenleuchte oder sowas? Hier ist jetzt eher nix. Leuchtende Hüftlampe können wir bauen. Die bringt uns zwar hier auch was, aber... Nee. Die sind alle noch gesperrt. Was können wir an der Werkbank bauen? Ich kann ja mal suchen. Licht oder Lampe? Glühwürmchen, Wandlampe. Aber dafür brauchen wir Glühwürmchen wieder, ja. Stehende Öllampe. Es muss doch eine Wandfackel geben. Guck mal bei Fackel. Wandfackel.
Baumstein, Baumzweig und dickes Seil. Das ist doch ganz einfach. Warum ist die jetzt noch gesperrt? Ich guck nochmal nach. Bestienknochenwerkzeuge, die können wir uns auch mal herstellen. Hier. Aber auch Level 15. Schade. Ja, okay. So lange müssen wir noch im Dunkeln verbringen. So, lass mich mal hier eben kurz gucken. Holzleiter. Ich stelle mir mal einfach erstmal nur eine einzige her. Oder zwei. Und wir gucken mal kurz. Es ist schon wieder vorbei. Ach, die braucht auch die Hartholzplatte. 5 Stück. Für eine Leiter 5 Stück. Oh Mann. Okay. Die verbrauchen genauso viel wie für die Holzfundamente. Okay. Nein. Dann brauchen wir hier erstmal Hartholzplatte braucht das Hartholz, Holzplatte braucht Baumstamm. Dann packen wir erstmal die Baumstämme hier rein. Die Hartholzgeschichte und die Äste, alles was irgendwie damit zu tun hat. Die Rinde können wir auch hier reinpacken. So, und dann geben wir mal dem Kevin den Auftrag, hier die ganzen Sachen herzustellen, die Hartholzplatten. Jetzt habe ich aus Versehen wieder. Ah ne, der Chat kommt einfach immer, ne? Okay. So, pass auf. Du bist soweit noch ganz gut ausgerüstet. Hast auch noch deine ganzen Sachen. Einmal Arbeit. Leuchtfeuer warten. Kein Ziel. Warum er da kein Ziel hat, weiß ich nicht. Ich lösche das mal eben. So, ich hätte gerne, dass du die Werkbank bedienst. Und zwar den Schreinertisch. Und dass du herstellst Holzplatten. Und zwar unbegrenzt. Arbeit speichern. Auf geht's, mein Freund. So. Wir hacken noch ein paar Bäume ab. Das ist eben das, was hier oben ganz gut geht, weil entsprechend viel Platz halt ist, ne? Oh, ich muss die Axt reparieren. Kann ich die reparieren? Habe ich Steine dabei? F, ne? Dann gucken wir auch mal nach den Knochenwerkzeugen. Die sollten ja auch effektiver sein, ne? Kann ich ja jetzt eigentlich auch versuchen, schon herzustellen. Dann damit hier alles abholzen. Können auf Level 20, pass auf. Das war die Waffenbank. Ne, hier kann ich nur die Waffen herstellen. Steinspitzhacke, Steinaxt. Mal eben nach Axt schauen. Handwerksbank. Ach so. Ne, das war die Bauwerkstatt. Handwerksbank habe ich noch gar nicht. Okay, wie kriege ich eine Handwerksbank? Handwerksbank. Die braucht grobes Leder, Lederseil, Hartholzplatte. Stein, 25 Steine oder Feuerstein. Hartholzplatte, Lederseil, grobes Leder. Ich glaube nicht, dass ich dafür jetzt großartig was dabei habe. Schauen wir mal. Grobes Leder. Stelle 10 her. Wie viel können wir herstellen? 7.
Okay. Ja, also es ist wirklich, wirklich ein geniales Spiel. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es ein bisschen zu viele Materialien gibt. Also wir haben ja jetzt auch dadurch, dass wir die Barbarenlager ausgeräumt haben, hier alle möglichen Sachen gefunden. Das hatte ich letztes Mal schon erwähnt, tötet Heuschrecken auf Nutzpflanzen, dient zur Beseitigung von Unkraut und so weiter und so fort. Weiß ich nicht, ob man die Tiefe immer unbedingt ausschöpfen muss. Wir haben ja schon bei den Rezepten gesehen, dass es sehr, sehr viele verschiedene Essenssachen gibt, sehr, sehr verschiedene Mahlzeiten, die man zubereiten kann. Die haben natürlich wieder unterschiedliche Buffs. Ich denke, es ist wie bei vielen Survival-Games, es bleibt einfach jedem selbst überlassen. Ne? Du kannst dich durchkämpfen und durchkommen, indem du immer nur die gleiche Suppe isst oder du steigst richtig ein in die Tiefe. Allerdings sind wir natürlich auch noch ganz am Anfang und ich weiß natürlich auch nicht, wenn man hinterher mal in den schwierigen Biomen umherzieht, ob man da nicht dann natürlich auch logischerweise die deutlich hochwertigere Nahrung braucht. Das werden wir alles sehen. Ist ja auch normalerweise der Fall. So, Lederseil kann ich herstellen, aber lass mich nochmal eben ganz kurz gucken. Nein. Handwerksbank. Ich brauche 5 grobes Leder und ich brauche 5 Lederseile. 5 Lederseile. Das ist, das wird mit dem Leder knapp, ne? Eins, zwei, zwei. Oh, ich kann 1 nur herstellen. Achso, weil ich jetzt auch nicht mehr Leder hier drin habe. Okay. Muss das Leder da rausholen? Ach. So. Dann bitte 3. Und dann müssen wir uns Leder besorgen. Okay. Die braucht schon ein bisschen mehr Zeug. Wir brauchen auch 5, ne? 5 Seile. Ich habe das Kadaverstück. Aus dem Kadaverstück konnte man doch auch wieder irgendwas herstellen. Grobes Leder braucht Bestienhaut. Am Schlachtertisch konnte man noch Bestienhaut herstellen. Bestienhaut mal 6. Okay, stelle alles her. Genau, aus dem Kadaverstück macht er jetzt ein bisschen. Okay, ziemlich eklig. So, hier. Da ist die ganze Bauabteilung. Mal ein Screenshot und noch ein Screenshot mit dem Spritzer da drauf. Okay. Das ist schon interessant, wenn hier eines Tages mal 20, 30 Clanmitglieder arbeiten. Bin mal sehr gespannt, wie das wird. Das ist gut. 3 noch. Wäre natürlich super, wenn wir das hinbekommen würden. Mit der Handwerksbank. Aber es dauert auch, ne? Verbesserte Lederarbeit können auf Level 5. Muss man was essen. Wenn ich jetzt was esse, unterbricht er dann die Arbeit? Ah, ich habe hier gar nichts drin. Dünger, der aus aufgeschichteten Zweigen und Blättern oder Fäkalien gewonnen wurde. Kompost, okay. Wer kennt es nicht? Der alte, gute alte Komposthaufen. Ah ne, ich kann essen und er arbeitet weiter, okay. Aber von den Nüssen gibt es jetzt nicht wirklich viel Kraft. So.
Lass mich nochmal eben gucken. Wir brauchen ein Lederseil noch. Und wir brauchten... fünf grobes Leder und ein Lederseil noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben mache ich mal. Ja, wir haben auch bewusst alles in eine Hütte gestellt. Alle Werkbänke, die wir bis jetzt so haben, in eine Hütte. Wir können die vielleicht auch noch ein bisschen erweitern dann zur Not, dass das so ein Langhaus wird. Weil man rennt ja doch von einer Werkbank zur anderen. Also ich glaube, es macht wenig Sinn, einzelne Gebäude aufzuteilen. Weil man doch irgendwie alles miteinander verbinden muss immer, ne? Ein Lederseil nochmal. So. Das ist auch irgendwas Meditatives, wie Kevin da am Ackern ist, ne? So, Handwerksbank. Hartholzplatte und Steine brauchen wir noch. Steine finden wir hier oben, glaube ich, auch nicht. Hartholzplatten baut er ja gerade ohne Ende. Ne, Hartholzplatte hat er nicht gebaut. Aber wir können die bauen. Ich guck mal gerade jetzt einmal noch hier die Aussicht genießen. Ne? Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr fein. Ist doch schön, ne? Guck dir das an. Totenstille hier oben. Sehr, sehr schön. So, wie gesagt, hier oben ist, glaube ich, gar kein Stein. Ich muss einmal runter. Du siehst aber, hier unten ist reichlich vorhanden, ne? Reichlich Zeug in jeder Hinsicht. Und auf der anderen Seite, wo das Wasser ist, ist eben das Lehm. Ah ja, hier sitzen auch direkt zwei Ausgestoßene, ne? Da unten ist auch ein Lager, also auch nicht das Thema. Mir reicht jetzt aber hier, hier müssten wir uns eigentlich hinbauen. Also hier so geschlängelt runter und dann bis hier. Falls es bis hier reichen würde, kann ich hier noch bauen? Nimm mal hier. Ich kann nur die Strohkiste bauen. Nee, ist egal jetzt. Die Leiter kann ich benutzen, warte. Muss ein anderes Gebäude eingerastet werden, ja, ist klar. Okay. Kommen die rüber? Ne, die sind weit genug weg, ne? ...25 Steine brauchen wir wieder, ne? Ja, haben wir gerade mal 6 bekommen. Da hinten rechts ist irgendwas im Busch. Kleine Schwebeteilchen. Manchmal fliegen so kleine Schwebeteilchen rum. Das sind so ganz kleine weiße Punkte. Muss man drauf achten. Oh, shit. Habe ich mich erschrocken. Hat er wieder zugehauen. Null. Bandage.
Das war knapp. Uiuiui. Gib her das Zeug. Doch, die weite Range da schon gehabt. Dann holen wir uns jetzt aber auch die Kiste. So. Bisschen Lehm dabei. Und wir brauchen nach wie vor 25 Steine. Sollten wir jetzt aber eigentlich haben, oder? Da hinten. Hier noch. Ah, guck mal hier. Gibt's Feuerstein? Die sind hier in dem Gebiet natürlich noch sehr niedrig levelig. Von daher war das jetzt auch nicht so problematisch natürlich. Hier hoch. Guck noch mal kurz. Ah, 51 Stein, okay. Ja, hier müssen wir uns noch ein bisschen runterbauen, auf jeden Fall. So, mein Freund. Da ist die Tür. Ja. Mach mal du ordentlich die Tür hinter dir zu, wie sich das gehört. Ich setze hier doch mal eben Feuer hin, oder? Ich guck mal kurz. Eins erstellen. Weiß ja nicht, macht das die ganze Bude hell oder nicht? Wenn ich das so in die Mitte setze, hat er da noch Platz dann zu stehen? Oh ja. Alles klar, gut. Er kommt vorbei, sehr gut. So. Handwerkbank. Wo muss ich den nochmal herstellen? Nee, wieso Grobstoffhandschuhe? Was fehlt denn jetzt noch? Ach, die Hartholzplatte, okay. Warum rennt er jetzt hin und her? Ach, er lagert die jetzt alle irgendwo ein? Bleib mal stehen. Bleib stehen. Wo willst du hin? Hier geblieben. 131. Okay, dann bin ich jetzt natürlich nahtlos überlastet. Nee, noch gar nicht. Okay. Okay, gut. Affe Lagernest. Ach. Nicht die Holzplatte, sondern die Hartholzplatte war es, die wir brauchen. Stelle mal 10 Stück her. Ach, er hat kein Holz mehr, deswegen. Kein Problem, mein Kleiner. Hier hast du noch ein bisschen Holz. Kannst du weitermachen. So. Haben die mir jetzt hier die Kleidung zerstört? Kann ich die auch reparieren während der Arbeit? Nicht genügend Material. Achso, dicke Seile und Stoff, klar. Ich glaube, 5 Hartholzplatten brauchten wir auch, ne?
Mein Freund, warum stehst du jetzt draußen? Findest du den Weg nicht? Ich habe dir hier wieder Holz reingelegt. Aber man kann vielleicht auch nur alleine arbeiten, ne? Das habe ich noch nicht ausprobiert, tatsächlich. Warte, ich gehe mal weg. Einmal ganz kurz die beiden noch machen. Nein. Junge. Okay, und sofort wird er wieder tätig, rennt aber andersrum, anstatt durch die Tür zu kommen, die da ist, und macht weiter. Alles klar, gut. Handwerksbank. Eine herstellen. So. Können wir die vielleicht hier hinstellen in die Ecke? Da. Wie groß bist du? Kriegen wir sie hier noch neben? Ah, gut. Na? Okay, ein bisschen. Na komm, da war sie doch gerade. So. Okay. Die hat so ein Steinteil. Die Bänke sehen ja auch richtig gelungen aus, so finde ich, ne? Ist jetzt vielleicht alles ein bisschen durcheinander. Aber gut, ich wollte hier auch noch das, den Platz haben zum Fenster hin, auf jeden Fall. Und es ist ja noch für ein paar weitere Bänke Platz. Man kann die auch irgendwie aufrüsten. Da gibt es nochmal Teil 1, Teil 2 und so, um die aufzurüsten. Dann weiß ich nicht, ob sich das Modell ändert. Ich denke schon, dass die dann auch größer werden. Dann muss man doch vielleicht nochmal alles umbauen. So, jetzt steht er da wieder und hat kein Material mehr, nehme ich an. Genau, okay. Bebender Stein, ist das denn? Erzeugt nach dem Aufprall einen fortwährenden hellen Glanz, der die Aufmerksamkeit anderer auf sich zieht. Aha. Bestienknochen und Holzgriff. Bestienknochen können wir hier reinpacken. Holzgriffe können wir wieder herstellen. Holzgriff braucht Baumstamm und Baumzweig, also Baumstämme. Und Bestienknochen können wir die doch wieder am Schlachtertisch herstellen, ne? Bestienknochen aus Kadaverstück, Dickfell, Reh. Okay, Kadaverstück. Davon haben wir keine mehr, weil wir die anderen jetzt hergestellt haben. Alles klar. So. Also, hier können wir die ganzen Sachen. Holzbauhammer. Ach so, ein Holzbauhammer, mit dem Gebäude repariert, demontiert, abgerissen und versetzt werden können. Die Reparaturgeschwindigkeit ist erhöht. Der Materialverbrauch bei der Reparatur ist verringert. Ach so, ich hätte gar nicht gedacht, dass es noch einen Bauhammer gibt, weil wir ja auch schon so bauen konnten. Bronzeaxt, Eisenaxt, Stahlaxt, okay. Gift. BLD, Ausrüstungsmodifizierungsmaterial. Ziehe es auf die Ausrüstung zur Nutzung. Ist nicht nutzbar für Halsketten und Ringe. Aha. Oh Mann, hier ist ja auch wieder eine Menge drin. Hitzeschutzmodifizierung, Level 1, Level 2. Das sind diese ganzen Verbesserungen. Tarnung. Strahlung. Oh Gott. Okay, dann werden wir auch noch was mit Strahlung zu tun haben. Minentruhe. Eine Truhe, die zur Lagerung von Minenförderungsprodukten dient, kann in der Nähe von Minenförderungsplattformen benutzt werden. Okay. So viel dazu.
Soll ich jetzt eben gucken? Ach so, ob der Ofen schon freigeschaltet ist? Ne, ab 14. Wir sind bei 13. Kurz vor 14. Lass uns noch mal ein paar Holzfundamente erstellen. Was brauche ich noch für die Holzfundamente? Ja, ich muss es mir noch merken. Genau. Holzplatte und Baumzweig, alles klar. Leg die mal wieder hier rein. Kollegas, geben Sie mal Ihre 141 Teile her und die Baumzweige geben Sie auch mal her. So. Und jetzt erstellen Sie mal bitte, habe ich hier noch Baumzweige drin? Da waren noch welche drin. Nehmen wir die nochmal hier raus. Packen die auch hier rein. So. Einmal die Arbeit beenden. Fehlendes Material, da machen wir mal Arbeit löschen. Und jetzt bedienst du bitte die. Bediene die Werkbank, die Bauwerkstatt und stelle bitte. Holzfundament her und zwar unbegrenzt. Junge, warum gehst du dann außen rum? Du musst dich doch nur umdrehen und durch die Tür gehen. Oh, Feuer schon wieder aus. Okay, ich hol's noch mal ein bisschen ab. Was stand da? Ich kann es nicht. Nur einen Schritt nach dem anderen, dann wird alles gut. Ich kann es nicht. Arbeit macht mich glücklich, doch leider gibt es hier kein Material mehr. Es bleibt mir nur eine Pause einzulegen. Ja. Also, ihr seht, es ist mehr als genug zu tun immer. Und damit kann man schon seine Zeit rumbringen hier. Und ich möchte jetzt einfach noch ein paar mehr Fundamente bauen und gucken, wie weit das Lagerfeuer, das Leuchtfeuer hier hält, das zweite. Warum ist da dieser metallische Klang? Vielleicht ist die Axt auch schon zu schlecht dafür, ne? Und braucht entsprechend lange. Weil der metallische Klang erscheint eigentlich nur oder ertönt eigentlich nur, wenn man irgendwo draufhaut, wofür das jeweilige Werkzeug nicht geeignet ist. Ein bisschen können wir noch vom Gewicht her. Ah, hier ist er nicht. Oder ich habe den Stein mitgetroffen. Dass ich gerade so stand, dass ich den Boden mitgetroffen habe. Nicht genügend Ausdauer. Da könnten wir natürlich auch mal schauen, welche Lebensmittel bringen jetzt schon mehr Ausdauer. Da wären wir wieder beim Thema von vorhin. Was isst man eigentlich? Wie tief steigt man ein ins Game? So, jetzt bin ich fast voll. Einmal hier rum.
Also das brennt nicht besonders lang. Premium Hartholz. Ne, das bewahren wir mal auf. Machen wir mal 20. Okay, 5 Stunden. Ist alles nicht wirklich viel, ne? So, du bekommst noch die Zweige. Holz packe ich jetzt erstmal hier rein. Und 10 nehme ich dir schon mal raus. So. Sandsturm? Warte mal. Dieser Sandsturm versetzt mich in die Zeit zurück, als ich ganz allein durch die Wüste wanderte. Du weißt nicht, was eine Wüste ist. Stell sie dir einfach als einen sehr großen Strand vor. Wieso Sandsturm? Mais kann dem Angriff von Sandstürmen standhalten. Aha. Ist jetzt am Strand bei Lilly gerade ein Sandsturm? Hab ich auch noch nicht erlebt. Da setze ich keine hin, aber hier machen wir weiter. So. Also, erstmal, solange der den Boden unter den Füßen hat, passt die Höhe ja ganz gut. Hier, doch, hier geht's auch noch, okay. Schauen wir einmal, waren jetzt auch schon 10? Okay, der hängt so halb in der Luft, ne? Du siehst, hier unten brauchte der ein Stützfundament. Aber das geht schon. Hier ist sowieso erstmal wieder Schluss. Hier müsste man dann eine Höhe noch einmal höher bauen. Ich denke, naja, hier müssen wir sowieso eins höher gehen. Und hier könnte man aber ein oder zwei auch tiefer gehen, wenn man das möchte. Jetzt halt die Frage, ne? Schauen wir mal, wie weit der ist. Und dann nehme ich mal noch mal kurz ein Fundament und laufe mal so weit, wie der Wirkungsbereich des Feuers reicht. Wie schnell bist du? Hast schon wieder 6 Stück fertig. Okay, ist gut. Kann man nicht meckern. So. Sie ist noch mit dem Sandsturm beschäftigt. Ach, guck, hier ist die Grenze. Okay. Dieses Gebäude, wieso ist jetzt... Ach, das ist die erste Grenze gewesen vom hinteren Feuer. Okay, das ist gut. Das ist die Grenze von dem zweiten Feuer da hinten. Und das ist die Grenze vom ersten Feuer. Das reicht ja eigentlich auch erstmal, ne? Ey, da können wir uns ja schon... Guck dir das an. Und wie weit geht's jetzt runter? Warte, hier ist unser Weg nach unten. Na, nicht so weit. Ja, gut, bis hier. Hier ist Schluss. Das heißt, hier ist Feierabend. Das ist jetzt die Frage, ob die NPCs den Weg hier alleine laufen. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen hier dann doch nochmal ein Feuer hinsetzen. Also eher so am äußeren Rand das nächste Feuer, alles klar. Gut, hier wäre dann der gerade Weg auch der bessere, ne? Das können wir eigentlich auch mal hier eben machen. Ja, und da sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Das heißt, die Treppe, na, geh hoch. Die Treppe bauen wir ab.
setzen die direkt da dran. So. Aber ist da. Und die nächste dann da dran. Können wir eine herstellen? Ne, muss ich an die Werkbank. Einmal ganz kurz gucken, was mit der Leiter ist. Okay, die geht auch tatsächlich nur auf eine Ebene. Also die ist genau, fast genauso. Ein bisschen höher als ein Fundament. Und die muss einrasten. Okay. Das heißt, wir müssen die Fundamente bis runter zum Fluss bauen. Können wir auch mal eben ausprobieren. Mein Freund, gehst du wieder durch diese Tür? Dass sie die mal zumachen auch, ne? Ich wollte hier auch noch rein. Was macht jetzt Renta im Kreis hier? Bleib stehen. Junge. Na, wo hat er die hingepackt? Mein Freund? Wo hast du denn die Fundamente jetzt hingepackt? Untätige Liste? Packt er die ins Lagerfeuer? Kann doch nicht sein. Womit hat er jetzt ein Problem? Er läuft ein bisschen im Kreis. Was fehlt ihm jetzt? Auf Wiedersehen. Bring etwas zu essen mit zurück. Das spart uns die Arbeit. Wie kann es sein, dass jemand gerne rausgeht? Kein Material mehr. Ach, die Hartholzplatten fehlen wieder. Okay. Alles klar. Ja, ein Fundament braucht ja auch 5 Hartholzplatten. Okay, gut. Dann dreh du mal weiter in deine Kreise. Mach mal Pause, mein Freund. So, wenn wir jetzt hier runtergehen wollen würden... Also hier wäre es ja vielleicht schon gar nicht so schlecht, ne? Da landen sie im Wasser. Die werden ja nicht ins Wasser gehen. Oder da hinten. Das ist ein bisschen riskant hier. Oder hier, wo dieser Übergang ist. Guck mal, da unten sind genau Steine. Das hieße also... Jetzt habe ich natürlich nur noch ein Fundament. Man hier runtergehen würde. Ist immer an der Wand entlang. Ist eigentlich schon gar nicht schlecht. Die Frage ist, ob das Leuchtfeuer bis unten reicht. Da unten sind Wasserschweine. Also quasi hier runter. Also von hier sieht es aus, als würde man im Wasser landen. Aber von der Position, wo wir da gerade standen, sieht es aus, als würde man auf dem Stein oder so landen. Gut, wir können ja auch im Zickzack gehen. Geht der alleine jetzt runter automatisch, oder? Nee. Shit, 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 shit. Ah. Junge. Eieieieiei. In diesem Sinne, ich erhole mich langsam wieder. Jetzt steht er wieder auf. So, das heißt, die landen also im Wasser.
Wir müssen ein bisschen im Zickzack dann gehen, dann passt's wieder. Sind die Kollegen schon wieder erschienen? Es ist eigentlich egal, worum ich gehe, weil auf beiden Seiten sind welche. Auf einmal ist wieder Totenstille, ne? Keine Musik, kein gar nichts. Ich kann auch hier hoch. Bleibt immer, wo ihr seid. Nimm die Abkürzung. Sieht auch ganz gut aus, ehrlich gesagt. Na? Stamina reicht aber noch. Hinauf. Junge, nee. Ach, jetzt. Dann eben so. So, da sind wir wieder. Also, es ist ein bisschen umständlich, hier in diesem Terrassensystem zu bauen. Aber ich denke mal, das Konzept ist jetzt klar. Und ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Beim nächsten Mal dann sicher auch wieder mit Astumis. Wenn das so ist und dir die Folge gefallen hat, lass bitte gerne ein Like da. Sehr gerne auch ein Abo, sodass unsere kleine Community langsam aber sicher die Tausender-Marke knackt. Wir würden uns sehr freuen. Vielen Dank an alle schon bestehenden Abonnentinnen und Abonnenten. Jetzt folgt noch der Abspann. Er hat Spaß daran, von einer Tür zur anderen zu laufen. Ich werde jetzt mal noch seine Animation anhalten. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, ciao.